Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Sommerinterview, das es eigentlich hätte gar nicht geben sollen. Sie kennen das, die Sommerinterviews der Landtagsfraktion im Thüringer Landtag, wo die Vorsitzenden entsprechend dann auch hier Ihnen quasi ihre Meinungen sagen dürfen. So, ist nur dumm, wenn man gar keine Fraktion ist. Ja? Die neue parlamentarische Gruppe Bürger für Thüringen hat aktuell 4 Abgeordnete. Für eine Fraktion benötigt man allerdings 5 Abgeordnete. Das war ein Grund unseres Lieblingssenders MDR, der Sprecherin der neuen Gruppe Bürger für Thüringen, gar nicht die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken für die Zukunft des Freistaats zu äußern. Deswegen machen wir das jetzt. Hallo, Frau Dr. Bergner. Schönen guten Tag, Herr Pollack. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Bergner, erzählen Sie doch vielleicht erstmal vorweg unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wie Sie überhaupt den Schritt in die Politik gemacht haben. Das war ja Anfang der 90er, quasi noch vor der Wende, wo Sie dann in die FDP eingetreten sind. Und Sie kommen ja, Sie sind ja promovierte Physikerin. Das ist natürlich auch ein Schritt, ja, das erstmal hinter sich zu lassen und dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier Politik machen. Wer hat das denn angestoßen? Wie kam es dazu? Es gab für mich in den ganzen Jahren viele politische Entscheidungen, die für mich nicht nachvollziehbar waren. Und ich habe mich engagiert in der IHK. Ich bin viele Jahre im Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministers gewesen. Ich war auch 4 Jahre Mitglied im Innovationsdialog von der Bundeskanzlerin und habe dann immer das Gefühl bekommen, dass diese Gremien möglicherweise eine Beschäftigungstherapie sind. Weil das, was dort diskutiert worden ist, hat sich nie in der Politik widergespiegelt. Und nachdem ich diese Frage gestellt gekriegt habe, habe ich dann für mich entschieden, es ist eine Chance, mal hinter die Kulissen zu gucken, um rauszukriegen, warum ist denn das so? Warum hat der Bürger, der sich engagiert, das Gefühl, dass er trotzdem nicht gehört wird? Ein Thema, das sicherlich auch bei vielen Menschen von uns auf die Psyche drückt, ist selbstverständlich der schreckliche Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der jetzt seit Ende Februar diesen Jahres andauert. Es bewegt die Menschen. Und wir alle wissen nicht, wie das Ganze ausgeht, wie es weitergehen soll, wie man zum Frieden zurückfindet. Frau Dr. Bergner, was hat das speziell für Auswirkungen auch auf uns Menschen hier in Thüringen? Wie wird der Krieg in der Ukraine hier auch weiter die Menschen beeinflussen, negativ beeinflussen? Ja, jetzt muss ich dazu sagen, der Krieg ist eine ganz schreckliche Geschichte. Und ich habe im März im Plenum eine Rede gehalten, wo ich gesagt habe, es gibt kein Recht auf Krieg. Es gibt eine Pflicht zum Frieden. Und ich bin der Meinung, jeder Politiker, der einen Krieg anzettelt, der einen Krieg provoziert und der einen Krieg mitmacht, hat als Politiker versagt. Für mich ist es die Aufgabe der Politiker, sich an einen Tisch zu setzen und über diplomatische Mittel diesen Krieg zu verhindern und auch zu beenden. Und ich bin auch jetzt der Meinung, es ist nie zu spät, den Tisch der Diplomatie zu wählen, um diesen Krieg zu beenden. Haben Sie das Gefühl, dass auch seitens der EU oder der westlichen Länder, allen voran Amerika, da vielleicht auch ein Stück weit Öl ins Feuer gegossen wird? Das ist jetzt eine sehr provokante Frage. Ich sage immer, wenn ich einen Ehestreit habe, gehören immer 2 Partner dazu. Und auch hier möchte ich keine Seite bewerten. Ich finde Krieg schrecklich und es ist die Verantwortung von beiden Seiten, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Wir spüren natürlich auch die Auswirkungen dieses Krieges jetzt bei uns. Die Inflation macht natürlich bei vielen Menschen Sorgenfalten. Und kann ich mir überhaupt meinen Lebensalltag künftig noch finanzieren? Für viele ist das schon eine starke Herausforderung. Viele sind am Existenzminimum angekommen. Jetzt haben wir die Gaskrise. Was raten Sie den Bürgerinnen und Bürgern hier in Thüringen? Sollen die jetzt letztlich die Heizkörper erstmal runterdrehen und hoffen? Oder
doch auf die Straße gehen und ihre Meinung kundtun? Ich muss jetzt einfach erstmal dazu sagen, sowohl die Inflation als auch die Gaskrise sehe ich als hausgemachtes Problem und nicht die Ukraine-Krieg als Ursache. Es ist natürlich schön, einen Buhmann in der Öffentlichkeit dafür hinzustellen. Und da ist der Krieg natürlich sehr nützlich. Aber wenn Sie zum Beispiel Hans-Werner Sinn lesen, die wundersame Geldvermehrung, da drin steht, dass der Euro nur überleben kann, wenn es eine hohe Inflation im Norden Europas gibt. Also das hat viel tiefergründige Ursachen als den Ukraine-Krieg. Die zweite Sache, die Gaskrise, ist doch eine hausgemachte Krise. Wer hat denn gesagt, wir importieren kein Gas mehr von Russland? Wer hat den Nord Stream 2 gesperrt? Das war doch die EU. Und ich sage, wenn wir Sanktionen machen, dann sollten wir doch solche Sanktionen wählen, die den Feind treffen und nicht uns selber. Was für Sanktionen hätten Sie denn da eventuell in Erwägung gezogen, die man letztlich dann gegen Russland zum Beispiel hätte treffen können? Also ich muss Ihnen sagen, ich bin ja nun ein Kind des Ostens. Ich habe in einem Land gelebt, wo der Westen viele Embargos gemacht hat. Ich habe, als ich meine Diplomarbeit schreiben wollte, brauchte ich Beschichtungsmaterial aus dem Westen. Und dann kriegte ich einen Brief als Antwort auf die Bestellung. Das war schon erstmal schwierig, die Devisen in der DDR freizuschaufeln dafür. Kriegte ich einen Brief, wir liefern Ihnen das nicht, solange die Russen in Afghanistan stehen. Wissen Sie, wie ich mich da als junge Wissenschaftlerin gefühlt habe? Ich habe Wut auf diese Leute entwickelt. Aber nach der Wut kam die Kreativität. Nein, ich brauche es nicht. Und genau das ist seinerzeit auch vielfach im Ostblock passiert mit dem Embargo. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, mal ganz global gesehen, gibt es den Westen, also sprich Europa, und die USA und Kanada, die sich an dem Embargo beteiligen. Ich glaube, Japan vielleicht. Der Rest der Welt, die BRICS-Staaten, die über den Großteil der Rohstoffe verfügen, die über den Großteil der Menschen verfügen, die beteiligen sich alle nicht daran. Und dann frage ich mich, was will dann eine kleine EU mit Amerika erreichen, wenn wir sagen, wir kaufen den Russen das Gas nicht mehr ab. Die verkaufen das, sie werden das mit Kusshand in dem Rest der Welt los. Damit schaden wir denen nicht. Aber wir haben den Schaden bei uns im Land. Wir haben eine Gaskrise. Wie könnte sich denn Ihrer Meinung nach Deutschland künftig unabhängiger machen, auch jetzt in solchen Themen wie eben Gaslieferungen, erneuerbare Energien zum Beispiel, da zu investieren? Und was wäre denn da ein Ansatz? Also wir Bürger für Thüringen haben ja in unserem Programm, dass Thüringen mittelfristig energieautark werden soll. Und dann ist genau die Frage, ein Land, was, sagen wir, über 90% seiner Energie importiert, ja, wie kann das passieren? Photovoltaik ist eine Sache. Windkraft halte ich in Thüringen nur für begrenzt einsetzbar, weil ja auch bekannt ist, welche negativen Kehrseiten die Windkraft hat. Zum Beispiel, dass sie zur Austrocknung der Luft und der Böden beiträgt, dass die hier eingesetzten Windkrafträder Bauteile enthalten, die mit SF6 gekühlt werden und dieses Gas, SF6, wenn das frei wird, um ein Vielfaches schädlicher ist als CO2, was wir damit einsparen. Aber das jetzt nur am Rande. Wir haben in Thüringen auch Gasvorkommen, die zu DDR-Zeiten genutzt wurden, die jetzt 2018 der Rückbau der Förderanlagen abgeschlossen war. Wir haben Möglichkeit der Wasserkraftnutzung.
Ich denke auch, es gibt ganz moderne Technologien, wie zum Beispiel Neutrino-Voltaik. Ist eine Technologie, die hier in Deutschland entwickelt worden ist, aber gar nicht in Erwägung gezogen wird. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, dass wir hier in Thüringen unabhängig werden. Und was mir auch am Herzen liegt, ist zum Beispiel, wird ganz viel Geld in meinen Augen verschwendet in die Suche eines Endlagers in Thüringen für Atommüll, anstatt diesen Atommüll zu recyceln, wo Verfahren auch in Deutschland verfügbar sind, was die Russen bereits tun, was Finnland tut. Und da gab es durchaus Angebote, dass Deutschland den Atommüll, den wir hier haben, recyceln lässt. Nach meiner Kenntnis wäre Russland bereit gewesen, uns den kostenlos abzunehmen. Finnland hat sogar Geld dafür geboten und wir gehen in solche Wege, dass wir sagen, wir wollen das einlagern, wo wir Halbwertszeiten von 1 Million Jahre haben. Ja, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also ich sehe viele Möglichkeiten, statt einlagern, recyceln. Damit könnten wir erstmal eine ganze Weile unseren eigenen Energiebedarf decken. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Gerade das Energiethema und natürlich auch damit verbunden die Umweltthemen bewegen uns Menschen, auch hier in Thüringen. Was sagen Sie zu der aktuellen Diskussion, dass eben jetzt die Atommeiler wieder ans Netz gehen sollen für eine gewisse Zeit, um da letztlich Strom zu kompensieren? Ist das sinnvoll oder sagen Sie, nee, wir müssen auch komplett weg von der Atomkraft, dauerhaft? Also an der Stelle muss ich sagen, die ganze Welt setzt auf Atomkraft, nur Deutschland nicht. Die EU hat Atomkraft für grüne Energie erklärt vor einigen Wochen. Und ich bin gespannt, wie man diesen Konflikt zwischen EU und Deutschland in puncto Atomkraft grundsätzlich diesen gordischen Knoten auflösen wird. Frau Bergner, miteinander reden, das ist natürlich auch ein Thema in unserer Gesellschaft, wo wir uns, glaube ich, als Bürgerinnen und Bürger in den letzten 2 Jahren, gerade in der Zeit der Pandemie, ja, nicht immer ganz verstanden fühlten. Ja, der ein oder andere konnte die Maßnahmen, die von der Politik getroffen worden sind, nicht richtig nachvollziehen. Es gab Lockdowns, Homeschooling für unsere Kinder eine große Herausforderung gewesen. Dann die diskutierte Impfpflicht. Sie bestreiten nicht, dass dieses Virus für einige Menschengruppen sicherlich auch eine große Gefahr darstellt. Allerdings waren auch Sie mit vielen, ich sage mal, Entscheidungen, die getroffen worden sind seitens der Politik, nicht ganz d'accord. Das ist richtig. Das haben Sie gut beschrieben, Herr Pollack, weil ich bin Wissenschaftlerin. Und da gehört für mich immer eine allumfassende Analyse zu Situationen dazu. Und dass die Politik am Anfang von dem Virus überrascht worden ist, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch die erste Panik nachvollziehen, die Verantwortliche ergriffen hat, um irgendwelche unüberlegten Entscheidungen im guten Sinne treffen zu wollen. Was ich aber nicht für gut geheißen habe, ist, oder was ich als Fehler in der Politik identifiziert habe für mich, ist erstens, dass man nicht über Prophylaxe geredet hat, über sinnvolle Prophylaxe. Gerade bei dem Coronavirus ist bekannt, dass ein guter Vitamin-D-Status den schwere Verläufe verhindert. Und wenn ich vulnerable Gruppen schützen will, hätte ich, wenn ich was zu entscheiden gehabt hätte, bei vulnerablen Gruppen erstmal den Vitamin-D-Spiegel bestimmt und dann eine Sublimation begonnen. Und es ist bekannt aus Statistiken, dass gerade in Altenheimen über 75% der Bewohner an akutem Vitamin-D-Mangel leiden. Ne?
Also das ist nicht, dass uns das vor dem Virus bewahrt oder 100% keine schweren Verläufe zulässt, aber es mildert die Situation. Das ist Prophylaxe. Das Zweite, was ich beobachtet habe und auch von vielen Leuten erzählt bekommen habe, wenn jemand infiziert war, wenn jemand krank wurde, hat man ihn allein gelassen. Man hat die Menschen nach Hause geschickt und sich mit dem Virus überlassen. Entweder hat der Körper das geschafft, das zu bekämpfen, oder man hat so lange gewartet, bis wirklich ein Fall für die Intensivstation entstanden ist. Dabei ist die Medizin so weit gewesen, man hätte Frühbehandlungen für die Patienten, für diese Menschen anbieten können. Und das Dritte, was ich unverantwortlich finde, ist, als dann der Impfstoff freigegeben worden ist. Es ist schön, dass es einen Impfstoff gibt, aber dieser Impfstoff hatte nur eine bedingte Zulassung. Und in Deutschland ist es eigentlich üblich, bei allen Impfungen, die durchgeführt werden, eine Impfbegleitforschung zu machen. Das heißt, es muss genau verfolgt werden, welche Reaktionen treten nach Impfungen auf. Und genau das ist von der Bundesregierung, vom Bundesgesundheitsministerium verhindert worden durch die Anweisungen, die sie gegeben haben. Warum ist das Ihrer Meinung nach verhindert worden? Das wären alles Spekulationen. Ich kann nur sagen, dass es verhindert worden ist. Als dieses Gesetz rauskam, dass das nicht über die Krankenkassen abgerechnet wird, haben die Krankenkassen sich an den Bundesgesundheitsminister, damals an Herrn Spahn, gewendet, haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass genau dieser Prozess die Begleitforschung verhindert. Und das ist ignoriert worden. Und das sind Dinge, die ich den Verantwortlichen vorwerfe, trotz besseren Wissens so gehandelt zu haben. Und das ist auch das, was ich den Landesgesundheitsministern vorwerfe, dass sie das kritiklos, ohne zu hinterfragen, hingenommen haben. Sie haben es ja gerade schon gesagt, was Sie anders gemacht hätten. Vor allem erstmal ein spezifisches Krankheitsbild von jedem Einzelnen sich angeschaut. Was sind für Vorerkrankungen da? Wie kann ich diese Menschen zusätzlich pushen, bevor ich eben über die Impfungen nachdenke, von Fall zu Fall? Aktuell läuft sich ja Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, wieder warm, kommt zur Höchstform auf für die nächste Welle, die vielleicht dann im Herbst kommen könnte. Die Impfhersteller wie BioNTech, Pfizer haben jetzt schon gesagt, okay, es gibt aktuell dann Impfstoffe, die sind an die Varianten angepasst. Worauf müssen wir uns jetzt in Deutschland wieder einstellen? Was kommt auf die Bürgerinnen und Bürger zu Richtung Herbst? Ja, viele sind ja auch da schon wieder skeptisch. Kommt das ganze Chaos wieder zurück, was wir jetzt hatten in der Corona-Zeit? Ja, es wird über die Maskenpflicht diskutiert, Einschränkungsmaßnahmen werden womöglich wieder umgesetzt. Was denken Sie, kann da wieder passieren Richtung Herbst? Ja, das ist die Frage, wie lernfähig die Menschen sind, wie bereit sie sind, sich mit verschiedenen Meinungen auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Auch hier bin ich nicht der Meinung, dass die Maßnahmen und auch die Panik, die der Herr Lauterbach macht, angemessen sind. Er schürt Angst, er macht die Menschen nervös. Und solche Dinge wie Maskenpflicht tragen ja nicht zur Stabilität des Immunsystems bei, sondern im Gegenteil. Wir wissen, dass durch die Masken psychische Erkrankungen entstehen, dass durch die Masken Munderkrankungen entstehen, dass Prothesen rausfallen, dass Infektionen am Zahnfleisch existieren. Da muss ich noch mal kurz einhaken, Frau Dr. Bergner. Woher haben wir dieses Wissen jetzt? Mittlerweile sind das Erfahrungswerte? Gibt es Institute, die beauftragt worden sind, das entsprechend auch wissenschaftlich zu untersuchen? Sie sagen, okay, wir haben dieses Wissen, dass wir dadurch Schäden bekommen, auch wenn wir eine Maske tragen. Aber wie ist das belegt? Ob jetzt alles, was ich genannt habe, durch Studien bewiesen ist, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Also das ist eine Mischung an Wissen, was ich aus dem medizinischen Bereich erfahren habe, aber auch Studien. Es gibt hinreichend viele Studien über die Risiken, die auftreten durch das Tragen einer Maske. Wie kann ich mich selber als Bürger auch informieren, wenn ich eben
dort mehr Wissen haben möchte, ja, und mich jetzt nicht nur alleine auf Aussagen, ich sag mal, seitens der Politik verlassen möchte, die mir nahelegen, mich impfen zu lassen. Was würden Sie mir da empfehlen? Soll ich zu meinem Hausarzt gehen? Soll ich mir da medizinischen Rat holen? Oder wie kann ich mir da auch selber vielleicht Wissen aneignen zu dem Thema? Also ich denke, erstmal ist es immer ein guter Gang zum Hausarzt. Aber was ich eben sehe, ist auch in der Ärzteschaft da eine gespaltene Meinung vorhanden. Die einen sind da voll auf Regierungskurs und die anderen sehen das skeptisch. Da muss man einfach sehen, was habe ich für ein Vertrauensverhältnis zu meinem Arzt, welche Erfahrungen habe ich mit meinem Arzt und wie stimmt das mit meinem Erfahrungsbild überein. Ne? Das ist sicherlich erstmal ein guter Schritt, zum Hausarzt zu gehen und mit dem das entsprechend durchzudiskutieren und dem Hausarzt auch die Fragen zu stellen, auch die Fragen, die durch den Kopf gehen. Ne? Wie kann ich mich schützen? Ist das wirklich das richtige Mittel? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Alle Fragen, die einen bewegen, denke ich, kann man mit seinem Hausarzt gut diskutieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, mit dem Sie sich bei Bürger für Thüringen natürlich befassen und auseinandersetzen, ist die Bildungspolitik hier im Freistaat. Was wurde denn da in den letzten Jahren Ihrer Meinung nach versäumt? Was könnte besser laufen, wenn ich mir jetzt den aktuellen Bildungsmonitor anschaue? Steht ja Thüringen eigentlich gar nicht so schlecht da auf Platz 3 hinter Sachsen und Bayern. Aber auch da sehen Sie natürlich die Entwicklungen eher kritisch. Ja, also da kann ich nur sagen, wenn ich einen Nachbarn habe, dem es schlechter geht als mir, fühle ich mich immer stark. Damit ist noch lange nicht gesagt, dass es mir gut geht. Ich denke, das Bildungsniveau in ganz Deutschland ist sehr schlecht. Und dann sollte man nicht Bundesländer untereinander vergleichen, sondern wir sollten mal anschauen, was Kinder und Jugendliche in anderen Ländern für ein Bildungsniveau haben. Kommen wir aber jetzt zurück auf Thüringen. In Thüringen sehe ich ganz große Probleme, dass der Lehrermangel seit Jahren nicht in den Griff bekommen wird, dass viele Lehrer demotiviert sind. Mich interessiert mal, wie viele Lehrer in Thüringen nicht in ihrem Beruf arbeiten, die ja Beruf an den Nagel gehängt haben, wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Und es gibt ja auch ganz viele Lehrer, die jetzt trotz Lehrermangels entlassen worden sind, weil sie verschiedene Corona-Maßnahmen in den Schulen nicht mitgetragen haben. Und deswegen denke ich, wir brauchen hier neue, innovative Konzepte. Wir Bürger für Thüringen stehen für eine Bildungspflicht statt eine Schulpflicht, sprich eine Schulanwesenheitspflicht. Und hier müssen wir einfach neue Wege gehen. Und wenn ich Ihnen aus meinem Leben etwas erzählen kann, ich kenne Eltern, die haben Deutschland verlassen, um ihren Kindern eine gute Schulbildung angehen zu lassen. In welche Länder sind die dann gegangen? Zum Beispiel in die Türkei. Mhm. Und zwar gibt es eine hervorragende Online-Schule in Deutschland, die aber nur von Kindern besucht werden darf, die nicht in Deutschland wohnen. Und das sind doch für mich hausgemachte Probleme. Warum kann ich nicht Kindern, wo die Eltern und die Kinder sich einig sind, so eine Online-Schule zu besuchen, das in Deutschland auch zu gewähren? Stattdessen pochen wir dann auf Schulanwesenheitspflicht. Ja, das sind Dinge, wo ich sage, hier könnten wir sehr schnell unsere Probleme lösen. Und mit solch einer guten Online-Schule kann ich zum Beispiel auch Vertretungsstunden organisieren, wenn ich das will. Und ich frage mich immer, warum greift man nach so naheliegenden Dingen nicht, um die Probleme zu lösen? Stattdessen nehmen wir Unterrichtsausfall in Kauf, stattdessen nehmen wir in Kauf, dass die Kinder und Jugendlichen keinen Schulabschluss haben und so weiter. Das ist vielleicht dann auch der mit einzige Aspekt, den wir jetzt aus der Erfahrung des Homeschoolings gesehen haben, dass natürlich auch ein Online-Unterricht unter gewissen Bedingungen darstellbar ist.
Ja, nicht dauerhaft, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wäre das ein Ansatz, um eben auch einem Unterrichtsausfall vorzubeugen. Ja, ich denke, nur Online-Unterricht versus nur Schulanwesenheitspflicht muss man ja nicht sagen. Es liegt ja immer der goldene Mittelweg, ist der Kompromiss. Und dort kann man doch innovative Konzepte sich überlegen und entwickeln. Ja. Kommen wir noch mal kurz zu dem Beruf des Lehrers an sich zurück. Es hat sich ja nun tatsächlich auch sehr viel verändert. Ja. Gesellschaftliche Probleme hier und da, die eben dazu führen, dass auch der Beruf des Lehrers natürlich vielleicht an Attraktivität verloren hat, weil man eben hier auch sehr viel mehr noch leisten muss als vor 30 Jahren. Also den Lehrern wird es ja nun auch hier und da nicht unbedingt leicht gemacht, gewisse bürokratische Sachen umzusetzen. Also da werden ja auch viele, viele Hürden in den Weg gelegt. Denken Sie, das könnte auch zur Demotivation beitragen, dass eben viele sich nicht mehr für den Beruf des Lehrers entscheiden jetzt aktuell? Ja, mit dem Entscheiden ist es das eine, aber die dann eben den Beruf des Lehrers an den Nagel hängen. Ne? Weil ein junger Mensch wird doch Lehrer, weil er mit Jugendlichen arbeiten will, weil er denen Wissen vermitteln will, weil er zu der Entwicklung beitragen will. Also ich kenne da ganz viele hochmotivierte junge Menschen, die sich da engagieren wollen. Und zum Beispiel in Thüringen kenne ich dann Beispiele, da wird denen eine halbe Stelle in Erfurt angeboten und die andere halbe Stelle in Sommer da. Ja, wo habe ich denn dann noch eine Motivation? Ja, hier denke ich auch, müsste mehr Eigenverantwortung den Schulen gegeben werden. Lass doch den Schuldirektor sein Team selber zusammenstellen und entscheiden, wen er kriegt. Die Personalverwaltung, die kann ja ruhig zentral gemacht werden. Aber die Entscheidung über, mit welchen Lehrern will ich zusammenarbeiten in meinem Team, das sollte man dem Schuldirektor überlassen und nicht einer zentralen Verwaltung die Stellen zuteilen. Sie sprechen von den Kultusministerien. Ja, genau. Und da haben wir jetzt ja auch gesehen, dass gerade in der Zeit der Pandemie da auch jedes Kultusministerium von Land zu Land so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen kann und darf. Ja, der Bildungspolitik ist ja Landespolitik. Ne? Das ist ja etwas, wo die Länder, sag mal, sehr viel Autonomie haben. Finde ich auch gut, weil es sind ja unterschiedliche Kulturen, die dann zur Bildung beitragen. Was ich aber für wichtig halte, dass man einheitliche Maßstäbe für irgendwelche Abschlüsse hat. Ja? Wie ich zu dem Ergebnis komme, ist ja eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass ich ein Ergebnis erreiche. Kommen wir noch mal zur Bürokratie in unserem Land, auch natürlich hier in Thüringen. Ich kenne das selber so aus meinem Umfeld, sicherlich bei Ihnen auch oft Thema, dass uns Bürgerinnen und Bürgern da doch das Leben nicht unbedingt, ich sag mal, leicht gemacht wird. Ja? Gerade ältere Menschen haben dann doch auch mit der digitalen Steuererklärung mehr zu kämpfen, als dass man es ihnen so gestaltet, dass es tatsächlich auch schnell umsetzbar ist. Ich habe das selber in meiner Familie erlebt, was da tatsächlich für Prozesse erstmal erfüllt werden müssen. Bleiben wir mal beim Beispiel Elster, Steuererklärung, um dann letztlich loszulegen. Das ist ja unfassbar. Dann braucht man hier noch einen Sicherheitscode, da kommt noch mal eine Abfrage. Dann greift wieder der Datenschutz irgendwo rein. Was haben Sie selber als ehemalige Unternehmerin für Erfahrungen gemacht jetzt, ich sag mal, auf dem bürokratischen Wege und aber auch mit den Finanzämtern? Ja, sag mal, Bürokratie gibt es sehr viel und die ist auch in den letzten 30 Jahren unheimlich angewachsen. Also wenn ich überlege, als ich meine Firma gegründet habe, da konnten wir als Unternehmer noch sehr frei agieren. Und das ist in den Jahren systematisch eingeengt worden. Wir sind mit hoheitlichen Aufgaben betraut worden, wo uns als Unternehmern die Verantwortung gegeben worden ist, zum Beispiel irgendwelche Lieferketten zu betreuen. Wenn ich bauen will, bin ich als Auftraggeber verantwortlich, dass die Baufirma den Mindestlohn zahlt und lauter solche Sachen. Ja, das kann nicht meine Aufgabe sein. Ja. Und da gibt's ganz, ganz viel Bürokratie, was uns
auferlegt worden ist, zum Beispiel Exportkontrolle, ja. Da ist der Unternehmer dafür verantwortlich, die von den USA, von der EU immer neu aktualisierten Schurkenstaaten, Schurkenkunden zu überwachen und die nicht zu beliefern. Wie will ich denn das machen? Na, das kostet so viel Aufwand. Natürlich kann ich eine Software dafür installieren, die das dann macht. Haben wir im Unternehmen auch gemacht, dass wir dann gesetzeskonform handeln können. Aber das sind jedes Mal Investitionen, die ein Unternehmen sinnvoller einsetzen könnte. Ja? Und deswegen denke ich, Bürokratisierung müsste unbedingt runtergeschraubt werden. Und an der Stelle bin ich eigentlich dafür, dass wirklich mal solche Prozesse branchenorientiert von externen Leuten durchgeforstet werden und da wirklich mit dem Rotstift mal rangegangen wird. Wie könnte man denn jetzt auch hier in Thüringen, im Freistaat, den Menschen, die sich mit den Gedanken tragen, ich möchte ein Unternehmen gründen, Entlastung bieten bzw. sie unterstützen? Geht das nur über den finanziellen Wege mit Zuschüssen oder eben auch mit eingehender Beratung, was eben letztlich dazu führt, dass mein Unternehmen nicht scheitert in dieser Zeit? Ich erinnere mich an ein Interview, was ich mal mit der Frau Sommer hatte von der Funke Mediengruppe zu unserem Wirtschaftsminister Machnik, den wir damals hatten. Und da habe ich gesagt, ich wünsche mir einen Wirtschaftsminister, der die Unternehmer nicht demotiviert. Und dieser Wunsch ist leider bisher nicht erfüllt worden. Und ich glaube, das ist die Rahmenbedingungen für Unternehmertum sind hier in Thüringen so schlecht, dass eben genau der Mittelstand ja ständig geschwächt wird. Und das sehen wir ja auch in Zahlen, dass es immer weniger Unternehmer gibt. Selbst der letzte Mittelstandsbericht, den die Landesregierung hat anfertigen lassen, steht drin, dass der Mittelstand eine besorgniserregende Entwicklung nimmt. Warum ist das so? Dass der Mittelstand auch immer mehr zusammenschrumpft? Ja, es gibt ja klassisch, wenn man sich so unterhält, immer wieder bei vielen Menschen die Meinung, okay, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und der Mittelstand schrumpft. Ja, ne, da geht das eben genau so. Es geht ja schon los, dass die Politik oder viele Politiker gar nicht akzeptieren, die Mittelstandsdefinition des Mittelstandsinstituts von Bonn. Das Mittelstand ist Eigentum und Verantwortung in einer Hand. Und das hängt nicht von der Größe ab. Die Politik konzentriert sich auf ihre KMU-Definition, auf eine gewisse Größe. Das sind eben kleine Unternehmen. Und ich denke eben, wenn man den Mittelstand, der wirklich für alles haftet, was er macht, der Unternehmer, braucht einfach andere Rahmenbedingungen als zum Beispiel ein Großkonzern, wo ein institutioneller Gesellschafter ist und angestellte Manager sind. Die können, sag mal, egal wie gut die wirtschaften, weil dort werden Verträge gemacht, am Gewinn werden sie beteiligt, am Verlust, da kriegen sie einen goldenen Handschlag und gehen und die Verluste zahlt der Bürger mit seinen Steuern. Und ein Beispiel ist ja jetzt zum Beispiel die Gasumlage, die gemacht wird. Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Bürger dafür zur Kasse gebeten wird. Für mich ist das einmal unsozial. Und zum Zweiten schadet es wieder den Mittelstand, weil der Mittelstand die Kosten zu tragen hat, bloß um einen Großkonzern zu retten. Das kann es nicht sein. Nee, das erzeugt natürlich auch Frust in der Gesellschaft, bei den Bürgerinnen und Bürgern, verständlicherweise. Aber was sollen sie tun, die Bürgerinnen und Bürger? Wie kann man sich da entsprechend auch zur Wehr setzen, sage ich mal, dass eben diese Gasumlage, die ja jetzt aktuell so heiß diskutiert ist, nicht kommt? Ja, die Bürger müssen ihre Stimme erheben. Und damit appelliere ich eigentlich an die Verantwortung jedes Einzelnen. Stimme erheben, da gibt es verschiedene Wege, die unsere Demokratie bietet. Ich kann nur appellieren, macht es friedlich. Denn wir wollen kein Blut vergießen, keine Gewalt und auch keinen Krieg im Inneren.
Meine Damen und Herren, ich denke, das war auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, wir appellieren für den Frieden und erheben die Stimme auf diesem Wege und bedanken uns natürlich erstmal recht herzlich an den Interviewgast, Frau Dr. Ute Bergner, für diese wirklich sehr spannenden, ja, ich sag mal, Ausblicke, wie Politik in Thüringen auch künftig funktionieren kann. Ich denke, es ist ziemlich viel Bewegung hier bei uns im Freistaat und jetzt mit der neuen parlamentarischen Gruppe Bürger für Thüringen, denke ich, wird sich da auch noch mal was tun und letztlich auch vielleicht sogar eine gute Perspektive für die Zukunft bieten. Ich wünsche Ihnen natürlich und Ihrer Partei viel Erfolg für die Zukunft und meine Damen und Herren, Ihnen auch in dieser, sage ich mal, turbulenten Zeit. Alles Gute, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Pollack.